Was fährst du? Darf ich ja nicht sagen, da werde ich von euch verhauen. Ein Plug-in-Hybrid. Und die Technik, ne? Dass man einfach sich damit beschäftigen muss. Weil Verbrenner, sagen wir mal ganz ehrlich, ist immer vorbei. Ja, aber die Kinder, habe ich schon gesagt, die kriegen alle ein Elektro. Und das hat mich so begeistert eigentlich, das elektrische Fahren. Dass wir plötzlich so schnell mit der E-Mobilität weiterkommen, ist einfach genial. Macht Riesenspaß. So, Bazzaro Elektrik. Hier Elektroauto-Veranstaltung der Superlative, die Michael Tobias hier aufgebaut hat. Wir hatten leider mehrfach Probleme mit den Streams. Irgendwie bricht hier das Internet immer ab. Aber deshalb gibt es halt eben jetzt dieses Video. Über 40 Nutzerinnen und Nutzer von Elektrofahrzeugen stellten ihre privaten E-Autos zur Schau und standen den Besuchern Rede und Antwort. Hierfür stellte die Firma HeyCharger Ladepunkte bereit, an denen das Laden von Elektrofahrzeugen im Realbetrieb den Zuschauern und Besuchern demonstriert werden konnte. Die Volkswagen AG stellte einen mobilen Schnelllader zur Verfügung, an dem zwei Fahrzeuge zeitgleich mit 100 kW Ladeleistung und CCS wieder aufladen konnten. Zudem verfügte der Schnelllader mit 200 kWh Akku über zwei weitere AC Typ 2 Anschlüsse mit je 22 kW Ladeanschlussleistung. Dieser Schnelllader war bereits 2 Minuten nach dem Abladen vom LKW einsatzbereit, da er komplett netzunabhängig funktioniert. Neben interessanten Interviews auf der Bühne waren dank der Händler nahezu alle Elektrofahrzeuge am Markt vertreten. Neben ungewöhnlichen Fahrzeugen wurden auch ganz konventionelle Zweiräder Probe gefahren. Und wie viel Liter verbraucht der so? Nix. E-Rocket geht an die 90 Stundenkilometer, hat 120 Kilometer Reichweite, hat keinen Gasgriff, nur Pedale, macht Riesenspaß. Ich bin jetzt bei Frank Müller vom BEM, Bundesverband E-Mobilität. Richtig, genau. Magst du dich mal vielleicht einfach noch mal trotzdem kurz vorstellen und was ihr so macht? Sehr gerne. Also ich vertrete hier den Bundesverband E-Mobilität. Wir sind der größte Verband für E-Mobilität in Deutschland. Wir sind ein reiner B2B-Verband, das heißt, wir sind unternehmergetrieben. Wir haben über 300 Mitglieder. Das Wichtige ist, E-Mobilität hat drei Bereiche. Also ein Bereich ist natürlich Ladeinfrastruktur, der zweite Bereich ist Autoherstellung, Autozulieferer und der dritte Bereich ist natürlich Energieversorger. Nicht? Das heißt, wir müssen hier drei neue Branchen miteinander verbinden, die vorher relativ wenig miteinander zu tun hat. Besonders so ein Energieversorger mit Automobilindustrie war wenig gemeinsam unterwegs. Wir haben eine ganz breite Palette von Mitgliedern, kleine Start-up, die vielleicht eine Ladesäulen-Software bauen, über mittelgroße Unternehmen wie Stadtwerke, die bei uns dabei sind, bis hin zu großen Versicherungen. Die Allianz ist bei uns Mitglied, GLS Bank, eine grüne Bank ist bei uns mit. Die Initiatoren der Giroi-Zahlverfahren. Ganz genau, richtig, sehr richtig, genau. Ja. Giroi ist ein ganz tolles Bezahlungssystem für Ladesäulen, sehr unkompliziert. Man kann einfach mit seiner IC-Karte abrechnen, hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel Zukunft, dieses Bezahlsystem. Jetzt sehen wir uns hier in Bazzaro auf der Bazzaro Elektrik. Jetzt ist ja Bazzaro noch nicht so der e-mobile Hotspot, ja, möchte ich mal sagen, um es höflich auszudrücken. Jetzt ist aber hier doch eine recht große Veranstaltung zusammengekommen, ne, mit wirklich großen Mitspielern, also wirklich alle großen Marken sind hier vertreten und sowas. Ich frage mal ganz plakativ, hättet ihr euch selber vor 5 oder vor 10 Jahren träumen lassen, dass ihr in Bazzaro hier steht, dass VW hier einen mobilen Schnelllader hinbringt, dass hier Porsche mit einem Taycan steht, dass hier Audi mit einem e-tron steht, dass ihr hier in einem elektrischen Taxi von LEVC sitzt. Hättet ihr euch das selber erträumen lassen? Also, Steve, finde ich genau den richtigen Punkt. Also ich hätte mir das niemals vorstellen können vor 5 Jahren, vor 10 schon gar nicht, dass wir plötzlich so schnell mit der E-Mobilität weiterkommen, ist einfach genial. Nicht? Und dann mit dieser Auswahl, nicht? Ob es verschiedene Ladestationen sind, Schnellladestationen, normale Wallboxen und natürlich auch, wie du richtig gesagt hast, die Auswahl von Autos. Ich habe gerade dann das neue Auto von Honda gesehen. Das ist einfach genial. Wie empfindest du diese Veranstaltung hier? Also ich bin sehr, sehr begeistert, erstmal den
Zuspruch, den diese Veranstaltung hat, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt, sagen wir mal, so bauchmäßig mit einem Drittel der Besucher gerechnet. Selbst bei so einem jetzt, sagen wir mal, herbstlichen, fast Regenwetter sind dann noch so viele Menschen hergekommen. Bin ich echt sehr positiv überrascht. Und ich finde eben, E-Mobilität muss auch auf dem Land funktionieren, auch in Kleinstädten funktionieren. Das ist nicht nur ein Thema für Großstädte, sondern eben auch im ländlichen Bereich. Und das Spannende finde ich zum Beispiel, wenn man nach Norwegen guckt, da sind eben auf dem Land, gibt es auch ganz viele E-Autos. Die Leute haben da jetzt keine Einschränkungen in ihrer Mobilität, sondern die nutzen da ganz normal, wie jeder andere, sein Diesel oder Benziner, das E-Auto. Und das ist immer ein tolles Beispiel für mich, wie das funktionieren kann. Also ich bin gerade persönlich extrem überrascht. In der Schweiz ist das Model 3 das meistverkaufte Auto von allen Autos. Von allen Autos. Ne? Und dann nochmal fast doppelt so viel Verkäufe wie das nächste zweitgerenkte Fahrzeug. Ne? Also das ist das in einem Land, wo es nicht mal so eine Art E-Kennzeichen oder ähnliches gibt. Ne? Richtig, genau. Also da bin ich auch gerade, habe ich gerade gestern aufgeschnappt im Netz und dachte, das kann nicht wahr sein, wie schnell das jetzt alles geht. Ja. Ne? Und krasser sind natürlich so die Daten aus Norwegen. Also in Oslo zum Beispiel sind 70% aller verkauften Autos reine E-Autos. 70%. Nicht? Und dann nochmal 10% Plug-in-Hybrids und die kleine Nische, die immer kleiner wird, Diesel und Benziner. Dass das Wichtige ist, was wir kommunizieren, ist die Verkehrswende. Wir haben eine Verkehrswende. Das heißt, wir werden mehr Carsharing haben. Wir werden natürlich auch einen Teil mit E-Bikes, einen Teil mit Elektro-Lastenrädern, mit Elektro-Scootern, also ganz, oder auch Leichtfahrzeugen mit ganz verschiedenen Fahrzeugen nutzen. Und da ist jetzt nicht nur der Fokus darauf, dass alle Benziner- und Dieselautos zu E-Autos werden, sondern das ist eine ganz breite Palette. Und das, finde ich, eben ist auch das Spannende daran. Und das, finde ich, ist das, was wir umsetzen müssen. Verkehrswende in Kombination mit der Energiewende. Verkehrswende ist ja das richtige Stichwort. Da kommen wir ja dann auch auf so Dienste wie Ridesharing-Dienste, wie Clever Shuttle. Wie empfindet ihr deren Rückzug so aus den letzten Meeren oder aus vielen Städten? Naja, das ist sehr vielfältig. Clever Shuttle, auch bei uns Mitglied im Verband, tut uns dann auch extrem weh zu sehen, dass das in der ersten Runde nicht ganz aufgegangen ist. Aber warum? Weil natürlich auch ein Berliner Senat die nämlich voll unterstützt hat. Nicht? Also sie wollten viel mehr E-Autos in Berlin auf die Straße bringen, dann so mit einer Art Taxi-Lizenz, das ist keine klare Taxi-Lizenz, sondern es ist eine ganz eigene Lizenz. Und die haben sie nicht bekommen. Nicht? Und dann frage ich mich, wie will denn ein Berliner Senat eine Verkehrswende umsetzen, wenn er solchen Unternehmen wie Clever Shuttle nicht massiv hilft. Das heißt, man muss da auch von der Politik sehr offen und sehr unterstützend sein für die sozusagen nachhaltig saubere Fahrzeuge im Personentransport auf die Straße bringen und die dann nicht gleich behandeln mit einem Taxiunternehmen, die dann uralten Dieseltaxi durch die Stadt schippern. Thema Taxi, da ist ja jetzt so ein neues Projekt in Berlin aufgeflammt, so ein bisschen, habt ihr davon mitbekommen, dass man jetzt nochmal Ladeinfrastruktur, also die Taxi-Innung hat sich jetzt irgendwie einen Nissan Leaf angeschafft und die wollen es jetzt nochmal testen. Also wir persönlich vom Bundesverband E-Mobilität, wir brauchen diese Testphasen nicht mehr. Wir haben Fahrzeuge, die zu Hunderttausenden, Millionen Kilometer in der Weltgeschichte rumgefahren wird. Da muss man das Ganze nicht nochmal in Berlin ausprobieren und schon gar nicht irgendwie 3 oder 5 Jahre oder so ein Quatsch, sondern wir wollen, dass E-Mobilität jetzt umgesetzt wird. Und die Fahrzeuge sind alltagstauglich, die Fahrzeuge haben wirklich große Batterien, alle Fahrzeuge in dem Format sind schnellladefähig. Da weiß ich nicht, was man alles noch testen muss. Sondern aus meiner Sicht muss man die einsetzen, umsetzen und eben dauerhaft nutzen. Und der entscheidende Faktor für uns ist eben beim E-Auto auch, dass die Servicekosten deutlich geringer sind. Nicht? Also klar, der Anschaffungspreis ist immer noch ein Ticken höher, aber wenn man sich mal die Servicekosten anguckt, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ganz wichtig, das Ganze immer mit erneuerbaren Energien verbinden. Im Best Case hat das Taxiunternehmen, das dann mit E-Autos fährt, eine eigene Photovoltaikanlage. Dann reden wir über Strompreise von Best Case 6, 7 Cent die Kilowattstunde. Mal 10, 15 Kilowattstunden, dann haben wir da
Stromkosten von ca. 1 Euro auf 100 Kilometer. Und das sind dann mal Preise, mit denen wir agieren können. Und das kann doch eigentlich nur im Interesse der Taxiunternehmen sein, die sowieso so viel leiden müssen im Augenblick, dass die doch aus meiner Sicht ganz schnell auf E-Fahrzeuge umsatteln sollten. Bestes Beispiel dafür ist ja das Fahrzeug, in dem wir hier gerade sitzen, oder in dem du gerade sitzt, ich stehe daneben, LEVC, richtig. London Taxi, ne? Ja. Ein Elektrofahrzeug mit Range Extender. Richtig, ja. Ich glaube, das erste Fahrzeug, was ein CHAdeMO und einen CCS-Anschluss hat. Richtig. Ja. Also damit wirst du kein Problem haben, eine Schnellladesäule zu finden. Mach mal die Tür ein bisschen auf. Hier ist Platz für Gepäck. Für Gepäck, genau. Das ist barrierefrei. Du sitzt da auf diesem schwenkbaren Sitz für ältere Leute, oder da unten ist noch die Rampe für Rollstuhlfahrer. Das Teil ist sogar Corona-konform. Also da muss man nicht so eine komische Folie reinhängen, sondern der Fahrer sitzt eigentlich völlig abgeschirmt vom Fahrgast. In der Tür ist eine Gegensprechanlage. Genau. Ne? Also ist wirklich durchdacht. So ein Fahrzeug wäre doch, also gibt es ja bei uns noch nicht in Berlin, oder? Es gibt so ein London-Taxi, aber es ist ein Verbrenner noch. Aber den gibt es, glaube ich, noch nicht. Doch, ne? Clever Shuttle ist mit dem rumgefahren. Wir hoffen, dass es nochmal so ein Relaunch mit Clever Shuttle gibt. Aber Clever Shuttle hatte, ich meine, 10 Taxen von denen, die auch sehr gut angenommen worden sind. Besonders auch die Leute sehen, hey, wow, ich kann mal mit einem anderen E-Auto durch die Stadt fahren. Ja, ne? Ja. Das Fahrzeug hat durch den Range Extender den Vorteil, dass man als Taxifahrer in 3 Schichten fahren kann. Weil natürlich hat ein Taxiunternehmen teilweise nicht die Zeit, das Auto für, weiß nicht, 1-2 Stunden abzustellen, damit es geladen werden muss, sondern das muss teilweise kontinuierlich fahren. Und da sehen wir dann halt in dieser Form jetzt übergangsweise eine ganz gute Variante, weil der natürlich dann, wenn er einen vollen Tank, vollgeladenes Fahrzeug über 400 Kilometer Reichweite, sichere Reichweite hat. Und der entscheidende Faktor ist, dieses Fahrzeug ist einsatzfähig im 2- oder 3-Schichtenbetrieb. Und großer Faktor ist ja sicherlich der Range Extender, der fungiert hier sozusagen, oder der treibt ja einen Generator an. Ne? Richtig, genau. Und der läuft ja immer im idealen Lastbereich. Das heißt also, das ist jetzt nicht irgendwie ein Plug-in-Hybrid, der dann mal hochtourt, runter, genau, hoch, genau, runter, sondern der läuft optimal durch. Genau. Und sicherlich, jetzt für die Kritiker, es wäre sicherlich mit Akku bereits machbar. Aber das würde das Auto einfach unfassbar teuer machen. Richtig, ne? Da hast du recht. Genau. Und das ist ja, das, wenn man jetzt so ein Fahrzeug im 3-Schichten-Betrieb einsetzen will, bräuchte das einen Akku von, ich würde mal schätzen, 150 Kilowattstunden. Das Fahrzeug wird dann wahrscheinlich so um die 100.000 Euro liegen. Das ist kein Preis, den man einem Taxifahrer aufbringen kann. Ja, von daher ist es auf jeden Fall eine super Sache. Genau. Und Er fährt sich genial, muss ich echt sagen. Ich bin jetzt Berlin-Bad Saarow schon gefahren und bin also echt 80 begeistert. Kilometer schon? Genau, 80 Kilometer bin ich gefahren. Ich bin richtig begeistert von dem Fahrzeug. Also von ZF kommt die elektrische Achse mit Elektromotor, und die Abstimmung zwischen Range Extender, E-Motor, Antrieb ist hervorragend gelöst. Na, grandios. Dann vielen Dank. Gerne. Ich wünsche viel Spaß noch hier auf der Veranstaltung. Gerne. Viele interessante Blicke schon auch zu der Rampe und allem. Ja. Ne? Also es ist ja auch gar nicht so verkehrt, vielleicht auch für einen Fahrdienst oder sonst irgendetwas. Ja, absolut. Auch ein sehr interessantes Fahrzeug. Und AC, weißt du, einphasig oder? Nee, auch gut gemacht. Dreiphase, ich meine sogar 22 kW. Also wirklich toll gemacht. Oh. Das finde ich gut. Also wirklich voll auf genau. Nutzen ausgelegt, genau. Schnell wieder auf die Straße. Richtig. Das ist echt cool. Klasse. Ja, dann vielen Dank. Gerne. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir gehen noch ein bisschen über den Platz und gucken uns noch ein paar andere Fahrzeuge an. Super. Danke. Nach wie vor, weiß nicht, ob es als Erstwagen reichen würde. Das ist schon auf jeden Fall eine Alternative. Wie gesagt, nur ich habe so ein bisschen Bedenken halt mit dem Laden. Ich weiß nicht so richtig, wo ich halt laden soll. Da hast du doch was, Helmut, oder? Da habe ich was. Ich stand vor dem gleichen Problem vor 5 Jahren, als ich angefangen habe, Elektro zu fahren. Und erinnere mich noch gut an meine erste Fahrt von Berlin nach Stuttgart. Einen Tag vorher geplant, aufgeschrieben. Und ich wusste eigentlich, dass das nicht die Zukunft sein kann. Und ich habe lange beim Automobilhersteller gearbeitet, über 20 Jahre.
Bin dann in das Mapping-Geschäft gegangen, digitale Karten, und habe jetzt entschieden, mich mit zwei Partnern zusammen selbstständig zu machen. Und wir haben eine Lösung für all die zukünftigen Elektrofahrer entwickelt. Eine App, die das Planen und Integrieren von Ladevorgängen in den Alltag so einfach wie möglich macht. Jetzt wird ja der ein oder andere draußen sagen, pff, noch eine App. Richtig, aber noch eine bessere App. Aber du hast mir gerade deine App gezeigt. Ja. Und die ist, auch wenn du von einem deutschen Automobilhersteller kommst, trotzdem durchdacht. Ja, danke. Nein, die ist tatsächlich cool. Also ihr setzt ganz viel auf Automation. Ja. Ne? Das heißt also, wir wollen es mal grob umreißen. Wir werden noch ein separates Interview machen mit Helmut. Ich bin wirklich sehr angetan von dieser App. Die möchte ich euch ganz gerne mal vorstellen. Aber ich will es mal so grob umreißen. Und du springst einfach ein, wenn ich was falsch verstanden habe. Also, man kann mit eurer App sein Fahrzeug direkt verbinden. Das heißt, die App zieht sich direkt vom Fahrzeug dann die ganzen Akkudaten und sowas, die auch in den fahrzeugeigenen Apps angezeigt werden. Ich kann je nach Zoom-Faktor, also wenn ich weit reinzoome, dann zeigt er mir auch AC-Ladestationen an. Wenn ich aber ganz weit rauszoome, dann geht er davon aus, ich will ja weite Strecken fahren, dann zeigt er mir nur Schnelllader an. Ne? Exakt. Dann habe ich verstanden, dann wird man später, in einem späteren Schritt, wird man auch direkt mit eurer App laden können. Ja. Aber ganz interessant war, eure App listet, also zeigt nicht nur an, ob die Ladesäule frei ist oder nicht, sondern sie listet quasi die Vergangenheitsdaten auf und zeigt an, wie stark ist sie zu welchen Uhrzeiten ausgelastet. Ja. Das hilft mir bei meiner Planung. Und sie zeigt aber auch an, wie zuverlässig ist die Ladesäule. Das heißt, also in den letzten 14 Tagen oder einen Monat, wie oft war sie offline? Ja. Und dann hat man so einen Ring, wo dann angezeigt wird irgendwie, ja, die ist 100% oder nur 90% zuverlässig oder sowas. Und dann hat man, ich sag mal jetzt mit Konkurrent oder im Konkurrentenwort, a better route planner, so einen eingebauten, aber einen einfach, weil der zieht sich ja... A simpler route planner. Weil der zieht sich ja die Daten vom Fahrzeug, ja, nimmt Topografie alles mit rein. Ich kann jetzt sagen, ich möchte von hier nach Stuttgart. Ja. Er wählt mir die Route aus. Ja. Und dann hast du was ganz Interessantes gesagt, und zwar die Ladesäulen, die er mir vorschlägt für die Route, da spielt dann wieder die Zuverlässigkeit mit eine Rolle und auch sicherlich die Belegungsdaten. Exakt. Ja, so dass er mich nicht einfach nur stumpf irgendwie die Route runterschickt, sondern dass er auch gleichzeitig sagt, ja, ich wähle dir nur die Routen aus, die zuverlässig sind. Korrekt. Und die voraussichtlich dann auch hoffentlich frei sind. Also nicht, dass er dich jetzt zur Mega-Stoßzeit an eine Ladesäule schickt, die sowieso in den letzten 14 Tagen, ich sag mal, 7-mal down war. Exakt, exakt. Das ist echt cool. Also unser Ziel ist es, wir sind alle Nerds, ich glaube, das kann man so sagen, noch eine App für die Nerds zu bauen, sondern für die Leute, die wir hier heute gesehen haben. Für die breite Masse. Die von der Technik keine Ahnung hat, die nicht wissen, was ein AC, ein DC-Lader ist, was für Stecker es gibt, wie Ladekurven aussehen. Das sind alles Dinge, die wir bei einem normalen Autofahrer nicht voraussetzen können. Und wir wollen den Zugang eigentlich zur Elektromobilität so einfach machen, indem wir denen ein Tool in die Hand geben, mit denen sie dieses Gefühl, wie lade ich denn jetzt, eigentlich wegkriegen, dass sie sagen, ich gucke einfach in die App rein, ich plane nicht mehr, ich mache das ad hoc, und wenn ich laden muss, dann werde ich den richtigen Lader finden. Also uns ist es wichtig, nicht Tausende von Ladestationen da drin zu haben, die eh nicht sinnvoll sind, sondern die richtigen Ladestationen für die Fahrer und Fahrerinnen vorzuschlagen. Ja, cool. Dann danke ich dir schon mal, und wie gesagt, ihr dürft gerne gespannt sein. Abonniert den Kanal, wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt. Wir werden dann bei Zeiten jetzt mal einen Termin ausmachen für ein richtiges Interview. Schön. Und dann werden wir auch die App zeigen. Ich habe sie schon gesehen, sie sieht sehr minimalistisch aus, sehr, sehr einfach aufgebaut. Ja. Und dann werden wir mal schauen, cool, wie sich das macht. Und das finde ich halt so interessant, weil ihr habt gerade die Stimmen gehört. Einige der Besucher sind dann doch der E-Mobilität gegenüber noch skeptisch. Und ich denke, mit genau so etwas brauchen wir, um auch diese Leute abzuholen. Ja. Hinter der Jacke, da. Ja, Michi. Ja, super, toll. Und hier hinten bitte, ja. Guck mal, hinten ist der Erhabene. Sitzt da in seinem Turm. Das war dann wohl die erste Bazzaro Elektrik. Vielen Dank. Hat auch irre Spaß gemacht.